Olaf Scholz hat die Büchse der Pandora geöffnet und die Frage ist, kriegt er sie wieder zu? Denn mit der Ankündigung, die Meyer-Werft zu retten, stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit den Schiffswerften, die jetzt auch finanziell angeschlagen sind? Denn prompt hat 2 Tage nach der Ankündigung eine weitere Schiffswerft einen Insolvenzantrag gestellt, die auch durchaus hier mit öffentlichem Interesse verbunden wäre. Hat er also hier die Büchse der Pandora geöffnet und vor allem werden hier vielleicht am Ende wieder Gewinne privatisiert und Verluste demokratisiert? Olaf Scholz vielleicht auch hier nur im Wahlkampfmodus, um zu retten, was zu retten ist. Doch ganz klar bleibt am Ende, der freie Markt würde das am besten entscheiden, wenn man ihn lässt. Doch das wollen natürlich viele Politiker nicht. Und das, wie ich auch schon gesagt habe, ist es doch immer schön, wenn man sich als Retter von Unternehmen präsentiert. Aber dann von allen Unternehmen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater. Und ja, ich habe schon von Anfang gesagt, ich finde das so ein bisschen kritisch, die Meyer-Werft zu retten. Natürlich, es geht hier um bis zu 18.000 Arbeitsplätze in der Gesamtbetrachtung. Doch da stellt sich die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus mit anderen Werften? Denn wenige Tage nach der Ankündigung jetzt, dass die Meyer-Werft hier mit ca. 900 Millionen gerettet werden soll, ist es so, dass eine weitere Werft hier Insolvenzantrag gestellt hat. Und zwar die Vossen-Werft als auch die Vossen-Werft Stralsund GmbH haben hier beim Amtsgericht Stralsund den Insolvenzantrag gestellt. Und hier sind Juristen Binner Bär von der Kanzlei White & Case ist vorläufig Insolvenzverwalter dabei. Hier geht es natürlich nicht um 18.000 Arbeitsplätze in der Gesamtthematik, sondern lediglich um 45. Aber jetzt muss man sich die Frage stellen, sind 45 Arbeitsplätze weniger wert als hier 18.000? Denn ganz klar ist am Ende, das ist eine Marktverzerrung. Wie ich schon zu meinem Thema gesagt habe, Subventionen und auch Staatsrettung führen am Ende zu einer Verzerrung im Markt. Denn man, ja, maßt es sich ein bisschen an, hier sozusagen über den Markt hinweg zu sagen, hey, wir wissen als Politiker besser, was der Markt will, was der Markt braucht. Denn auch wenn jetzt die Meyer-Werft eine sehr große Werft ist, wie gesagt, ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber trotzdem ist die Frage, wenn es hier auch so wettbewerbsfähig bisher gelaufen ist, warum hat sich das dann nicht von selbst durchgesetzt? Also gerade das, was ja auch hier die Gründe sind und was auch Olaf Scholz gesagt hat, von wettbewerbsfähig, ein industrielles Kronjuwel und was nicht alles hier für Wörter um sich geworfen worden sind, ist dann doch die Frage, was hat es dann mit der Vossen-Werft auf sich? Ich meine, die schafft auch Arbeitsplätze. Sind zwar bloß 45, aber doch durchaus hier auch relevant für zumindest die Familien, die natürlich hier auch Steuern gezahlt haben. Denn das wurde ja auch in den Kommentaren gesagt. Ja, aber bei der Meyer-Werft, da werden ja wieder Lohnsteuer und Ähnliches abgeführt und so weiter und so fort. Naja, dann müssten aber hier auch erstmal die entsprechenden 900 Millionen wieder reinkommen, damit sich das rentiert. Und die Frage ist am Ende auch, ob diese Personen dann vielleicht zum Teil am Ende natürlich im Bürgergeld, in Arbeitslosengeld oder sonstiges landen. Denn wir haben ja auch von den Jungen, ich meine, es war von den jungen Grünen die gute Dame, die gesagt hat, ja, wer auch hier noch Schiffswerften, Kreuzfahrtschiffe und sonstiges baut, der soll sowieso hier privatisiert werden. Also vielleicht auch nur ein Zufall. Warum aber die Vossen-Werft jetzt auch so relevant? Weil dort zum Beispiel die Goreforge, also auch die Greif im Grunde, hier im Grunde ja wieder ins Wasser gelassen worden ist. Sind, denn diese wurden dort wieder aufbereitet und die Insolvenz kam natürlich jetzt hier in den entsprechenden Tagen am Donnerstag veröffentlicht. Jetzt aber muss man auch ganz klar sagen, ich bin ja total ein Fan vom freien Markt. Und im Gegensatz dazu sollte man hier an der Stelle auch immer in Unternehmen investieren, die sich wirklich auch langfristig am Markt halten können oder schon über Jahrzehnte oder Jahrhunderte bewiesen haben, dass sie das Ganze gut machen. Und das kannst du an der Stelle zum Beispiel auch machen bei unserem Partner hier Freedom24, wo wir hier eine Kooperation haben. Und da gibt es aktuell noch einige Aktionen, die gerade laufen. Zum Beispiel bekommst du hier auf Euro-Einlagen aktuell 5,95% in einem sogenannten Festgeld, die du dort fest investieren kannst für 12 Monate. Und es gibt hier 8,76 in US-Dollar. Aktuell auch, wie gesagt, eine ja, weit über Millionen, glaube ich, ETFs, Aktien und Optionen hier möglich. Keine Mindesteinlage. Und spannend wird es jetzt hier. Und zwar hier kannst du sogar aktuell
Aktien geschenkt bekommen. Und zwar wurde die Promo-Aktion jetzt vom 1. Juli bisher bis zum 31.8. jetzt nochmal verlängert bis zum 31. Oktober. Das heißt, mit den Welcome-Promo-Codes, die hier auch unten drin sind, plus unten im Link unten in der Infobox, kannst du Aktien im Wert von 300 bis 800 US-Dollar bekommen. Wichtig dafür, musst zum Beispiel hier mindestens 5.000 Euro einzahlen, damit du an dieser Stelle das bekommst. Und weil auch immer wieder die ganzen Leute schon mal gefragt haben, ja, Roland, was machst du denn? Also hier auch mal ein kleiner Überblick aus meinem Freedom 24 Portfolio. Hier aktuell 9.336 US-Dollar. Aktuell habe ich hier im Festgeld, hier im Grunde placed until bis Juni 2025, bis Juli 2025, bis August 2025. Hier die entsprechenden US-Dollar-Themen mit den Zinsen 8,81 und 7,995. Dann weiterhin ist es auch so, dass ich mein Trading Depot jetzt hier gewechselt habe zu Freedom 24. Da habe ich aktuell 4.000 Euro drin, werde das jetzt auch jeden Monat weiter erhöhen durch zum Beispiel bestimmte Investments. Und hier habe ich zum Beispiel aktuell BMW und Evonik, die habe ich geschenkt bekommen von Freedom 24, weil ich hier wie gesagt die 5.000 US Euro eingezahlt habe. Dann habe ich hier natürlich noch Nvidia und ein paar REITs und aktuell politisch natürlich auch noch ein bisschen was aus der Rüstungsindustrie. Und wie gesagt, aktuell laufen da noch ein paar Aktionen. Dementsprechend hier natürlich vielleicht mal überlegen, auch in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Jetzt ist es so, ich bin mit meiner Meinung hier nicht alleine, denn auch hier hat der im Grunde IFO-Chef in einem Interview ganz deutlich gemacht, da sagt, liebe Leute, so etwas sollte man nicht machen. Denn auch die Gründe, die ich euch in dem gestrigen Video schon genannt habe, ist ganz klar. Das heißt hier, es ist natürlich relevant, weil wie gesagt auch Kriegsschiffe gebaut werden. Da sagt natürlich, okay, für den Kriegsschiffbau kann man sagen, okay, diesen Teil könnte man ja übernehmen. Dass man sagt, okay, hier wäre ein höheres staatliches Interesse gegeben. Aber warum auch die Sparte mit den Kreuzfahrtschiffen? Wörtlich heißt es hier, auch vom Chef des Münchner Wirtschaftsinstitutes am Freitag, es ist nicht die Aufgabe des Staates, angeschlagene private Unternehmen vor der Insolvenz zu retten. Wenn das Geschäftsmodell, so wie es ja Olaf Scholz gesagt hat, aussichtsreich ist, werden sich private Investoren finden. Und hier ist natürlich auch das, was meine Befürchtung ist, wenn der Staat einsteige, besteht die Gefahr, dass Verluste auf die Steuerzahler abgewälzt werden. Staatliche Rettung kann man allenfalls in Situationen gesamtwirtschaftlicher Krisen rechtfertigen, in denen Kapitalmärkte gestört sind. Und hier, wie gesagt, sagt er natürlich, die Kriegsschiffe, ganz klar, wo man auch sagen muss, hey, die müsste man im Grunde weiter aktuell in der jetzigen politischen Situation vielleicht weiter bauen. Aber wieso Kreuzfahrtschiffe? Warum werden hier im Großen Kreuzfahrtschiffe weiterhin subventioniert? Wo ich auch persönlich sage, also wenn man Kreuzfahrten machen will, dann soll man doch auch dementsprechend dafür den Preis zahlen. Und dann ist es auch so, dass man ganz klar sagt, hey, da muss auch der Schiffsbau dementsprechend finanziell sich lohnen. Und hier finde ich es auch spannend, ist es zumindest auch so, dass man sagt, falls die Bundesregierung der Werft trotz dieser Einwände hilft, ist zumindest darauf zu achten, dass die vorhandenen Verluste der Werft von den Aktionären und den Banken getragen werden, nicht vom Staat. Besser wäre es allerdings, wenn die Bundesregierung nicht eingreifen würde. Olaf Scholz, und wie ich euch gestern schon wieder gesagt habe, wird das aber als Wahlkampfmanöver nutzen, denn er weiß in jetzt einer Woche, ja genau, einer Woche ist es fast, sind ja die entsprechenden Wahlen auch in Sachsen und Thüringen. Brandenburg ist ja erst Ende September. Und da weiß er natürlich, dass in diesen Bundesländern auch hier die Arbeiterthematik wieder relevant wird. Also wo man ganz sagt, hey, wir sind eine Arbeiterpartei, blabli blub und so weiter und so fort. Und da will er natürlich hier, ja, hofft er drauf, dass man sagt, hey, boah, Olaf Scholz, der hat jetzt hier Tausenden von Arbeitsplätzen, hat er im Grunde hier ja gerettet, könnte man sagen, weil er hier als Staat eingestiegen ist. Aber, muss ich sagen, ich finde es mehr als kritisch. Und wie gesagt, die Büchse der Pandora wurde damit wirklich geöffnet, weil man einfach jetzt die Frage stellen muss, welche Unternehmen sind es denn eigentlich wert, gerettet zu werden? Ich meine, wir hatten das damals schon, auch ganz ehrlich, ich war damals auch gegen die Bankenrettung, damals 2009 bis 2012, habe ich gesagt, liebe Leute, wenn sich diese privaten Institutionen hier im Großen und Ganzen verkalkulieren, dann muss man dieses Risiko eingehen. Das ist jetzt wieder ein Thema, wo ich sage, too big to fail darf es nicht geben. Das ist ein riesiges Problem, was ich auch, wie gesagt, als also viele sagen, ja, aber Roland, aber wenn die großen Konzerne irgendwas machen, dann bist du doch da voll dabei. Nein, wenn die was verbocken, dann müssen die auch dafür zur Haftung herangezogen werden. Das ist das Risiko des Marktes. Wenn du deine Gewinne privat haben willst, und das sage ich, hey,
aus meiner privaten Tasche soll der Staat gefälligst den Finger rauslassen, dann trage ich aber auch das große Risiko. Habe ich euch auch schon oft gesagt, das ist bei mir auch so, weil ich habe mal einen mittleren sechsstelligen Betrag investieren müssen, um auch hier die Kanzleien, so wie wir sie haben, auf ein nächstes Level zu heben. Haben wir geschafft, jetzt profitiere ich davon. Aber das war mein eigenes Risiko und ich bin nicht danach und habe gesagt, hey Staat, hilf mir, sonst irgendwas, bliblablub. Nein. Und deswegen muss man schon sagen, weil die Büchse der Pandora bedeutet am Ende auch, wo ziehst du die Grenze? Sind 18.000 Arbeitsplätze hier wert, es gerettet zu werden? Oder sind es zum Beispiel hier an der Stelle 45 Arbeitsplätze, es wert, gerettet zu werden? Denn wenn sich, wie gesagt, dieses Geschäftsmodell mit den Kreuzfahrtschiffen, Kriegsschiffen, ganz klar, dafür sorgen aktuell die Regierungen immer, dass es irgendwo kracht. Aber Kreuzfahrtschiffe, dass sich das rentiert, muss man sich die Frage stellen am Ende, na ja, wenn das so rentabel ist, dann muss das doch auch bei den Werften ankommen. Und ganz klar, es war auch meine Frage, wo ich dann die nächste Frage einfach aufwerfe. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten in eine Rezession in Deutschland reinrauschen, was am Ende bedeutet, wo ziehen wir die Linie? Retten wir alle Unternehmen? Gibt es dann wieder eine Überbrückungshilfe oder was weiß ich, eine Soforthilfe oder irgendwas aufgrund staatlicher Inkompetenz? Denn die meisten Dinge, die jetzt gerade passiert sind, passieren ja aufgrund dessen, dass hier im Großen und Ganzen staatliche Eingriffe stattgefunden haben. Übrigens auch bei der Meyer-Werft. Denn die Gründe dafür, dass die jetzt im Grunde so diese Probleme haben, war auch laut aktuellen Medienberichten Corona und natürlich der Stahlpreis. Stahlproduktion, richtig teuer geworden, weil keine Sonderklauseln vereinbart worden sind, als auch Corona-Situation hat diese Werften aus dem Konzept gebracht, weil du ja auf den Schiffen, Kreuzfahrtschiffen, mehrere tausend Menschen drauf hast und da kannst du nicht sagen, hey, yay, Corona-Party, was weiß ich, auf Schiffen oder sonstiges. Aber das ist im Grunde was, sagt man, staatlicher Eingriff. Das ist vielleicht auch hier Olaf Scholz bewusst geworden, dass man hier selbst was verbockt hat. Damals übrigens auch, da war Olaf Scholz auch schon dabei, wo man sagt, hey, das sollte man durchaus hier ja sagen wir beachten. Und da muss ich ganz klar sagen, hier bring dein Geld in Sicherheit, vor allem auch hier mit Blick auf ins Ausland. Wie gesagt, ihr wisst, ich investiere doch auch. Habe hier, wie gesagt, meine Summen dementsprechend hier im Depot als auch an der Stelle hier in meinen Festgeldern drin mit den US-Dollar-Werten. Jetzt dauert es ein bisschen lange hier, ca. 15.000 Euro aktuell drin. Ich, wie gesagt, aktuell hier bei Freedom24 bis zu 5,95% aktuell hier bei Festgeldeinlagen bis zu 12 Monate Laufzeit und 8,76 in US-Dollar. Und aktuell verlängert jetzt bis zum 31. Oktober nochmal die Promo-Aktion aktuell hier von Freedom24. Und wie gesagt, ich werde da mein Portfolio vor allem mit amerikanischen Aktien ausbauen. Und weil auch hier immer wieder die Frage kam, wie gesagt, auch weiterhin Werbung. An der Stelle natürlich ist es so, dass man ganz klar sagen muss, ich möchte meine Depots in Zukunft auch auf der aktuellen Situation nicht mehr in Deutschland haben, weil ich aktuell sage, ich möchte meine Depots in einem Land haben, wo ich weiß, hey, nicht, dass das heißt, hey, Olaf Scholz ruft an, jetzt mal bitte 10% Drawdown von deinem Depot, von deinen Werten und sonstigen, dass du am Ende hier im Grunde abgezogen wirst. Denn das ist auch was mit dem Vermögensregister. Viele sagen, ja, Zypern und so. Muss ich ganz ehrlich sagen, seit Jahrzehnten, also mittlerweile hast du ja mehr als seit Jahrzehnten, investiere ich in Bondora. Und wie gesagt, wer auch so weit ist und sagt, hey, ich investiere in Kryptowährungen, ich investiere in P2P-Kredite, ich investiere, was weiß ich, in irgendwelche anderen hochspekulativen oder spekulativen Themen, dann ist es ein Depot im Ausland jetzt noch die sicherere Variante, weil du dort Anteile im Unternehmen hast. Und da auch immer noch mal die Frage, sehr oft in den Kommentaren kam, es ist an der Stelle so, dass hier, wie gesagt, nochmal für diejenigen, upsala, mein hier Werbebanner mit einbauen, hier an der Stelle Werbung, an der Stelle als Hinweis, dass man ganz klar sagt, hey, 20.000 Euro im Festgeld gesaved, plus dann natürlich alles, was an der Stelle hier bei jedem Broker, das ist auch bei Comdirect so, das ist auch bei CapTrader so, das ist bei IB, das ist bei allen Brokern so, auch bei hier Freedom24, das ist ganz klar, das ist, alle Aktien, ETFs sind immer Sondervermögen und das schreibt im Grunde Freedom24 auch auf seiner eigenen Seite. Das heißt, wenn dieser Broker theoretisch pleite gehen sollte irgendwann, dann wäre im Grunde die Einlagen bis 20.000 Euro gesichert. Typisch ist überall in der EU so. In Deutschland haben wir eine bisschen höhere Einlagensicherung, aber wie gesagt, ich würde niemals so viel Geld auf dem Konto rumliegen lassen, außer auf Geschäftskonten. Plus Punkt Nummer 2 an der Stelle, alles Sondervermögen bedeutet, wenn das Unternehmen pleite gehen sollte, kannst du die Aktien einfach auf einen anderen Broker übertragen. Denn du bist am Ende der Eigentümer der Anteile des Unternehmens. Und da muss man ganz klar sagen, das hätten sich wahrscheinlich vielleicht, ja, sage ich mal, der Staat auch überlegen soll, wie er hier weiter vorgeht. Denn eine direkte Beteiligung würde ich dort nicht machen. Da wäre es eher so, dass man sagt, hey,
Man geht einfach mit anderen Möglichkeiten vor. Wie zum Beispiel, das ist ja das Spannende, dass sagt, hey, wir senken den Strompreis, wir bauen dort, so was weiß ich, die entsprechende Stromsteuer kommt weg, die ganzen Umlagen und alles Mögliche, was da drin ist, zieht man einfach ab und schon hast du an der Stelle natürlich auch die Meyer-Werft, die Vossen-Werft und sonstiges gerettet, weil du deren Kosten massiv reduzierst. Oder du sagst ganz einfach hier, was auch dazu kommt, wo wir auch schon wieder gemacht haben, Nebenkosten hier im Grunde der Arbeitgeberanteil für im Großen und Ganzen Sozialabgaben und sonstiges reduzieren und schon reduzierst du die Kosten der Unternehmen massivst. Und dann können Unternehmen auch wieder im internationalen Markt hier ganz einfach kompetitiv, wettbewerbsfähig, frei agieren und dann hätten wir auch keine Probleme mehr, dass hier Arbeitsplätze gefährdet werden, wie bei der Meyer Werft mit allen ihren Tochterfirmen und bei der Vossen Werft mit all ihren verbundenen Unternehmen. Was ist deine Meinung dazu? Schreib es uns unten in die Kommentare. Und denkst du, Olaf Scholz wird die Büchse der Pandora wieder zubekommen oder werden wir bald einen staatlichen Einstieg überall erleben?